Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. Wir haben hier unsere 7 Sachen gepackt. Haben noch ein bisschen Platz. Was können wir denn noch mitnehmen hier? Hier, Teile nehmen wir auf jeden Fall mit. Eisen nehmen wir mit, Sand nehmen wir mit. Komm hier die Pfeile mal dahin. Überladen will ich mich jetzt auch nicht. Komm, Kleber, Klebeband ist auch immer wichtig. Ja, dann war's das. So, Zombies, ich lasse euch jetzt hier auch in Ruhe. Ich hau jetzt ab. Ey, überall Zombies. Das ist ein Graben. Das ist ganz schlecht. So, ab nach Hause. Vorletzter Tag vorm Blood Moon. Noch ein bisschen mehr Licht hier. Ja, ach ja, und auch hier bei 7 Days to Die muss ich mich natürlich wieder entschuldigen, dass ich mal wieder eine Folge auslassen musste. Ich war mal wieder auf dem Festival, 2 Tage lang in Holland. Es hat mich brutal fertig gemacht. Für alle, die Drum and Bass von euch hören, kann ich euch nur empfehlen, Korsakoff Weekender in Rotterdam, mega Hammer. Der war aber eben schnell, habt ihr den gehört, wie der mir hinterhergelaufen ist? Mal, ich fahre nicht in irgendeinen Bären rein. Yippie! Ja, hier um den Berg rumfahren ist besser, denke ich mal. Das war beim letzten Mal richtig scheiße da. Na, war da eben gerade ein Bär? Hier wird's schon zu steil. Scheiße. Ab nach unten. Oh Gott, ist ja eine richtige Wand. Scheiße. Oh oh, hier geht's auch steil hoch. Hier ist. Oh nein, das ist die coole. Cool ist ganz ungünstig. Hier haben wir so ein kleines Tal. Motocross. Mehr Zeit für den Hubschrauber. Er ist mal viel schneller unterwegs. Oh, 13% Sprit? 12? Ich hoffe mal, es reicht.
Na, hat er sich gerade mit einem Wolf geboxt oder was? Ich habe auch in so einer News gelesen, es könnte noch etwas mit der Alpha 21 in diesem Jahr werden oder aber zu Beginn des nächsten Jahres. Doch bin ich mal gespannt. Ja, mein Bett wird immer größer, wir sind gleich da. Ups. Hier 4%, Sprit reicht gerade so eben. Home sweet home. Was haben wir denn alles so am Start? Jede Menge Teile. Ne, warte mal. Die sammeln wir ja woanders. Genauso wie die. Mods haben wir hier auch noch. Warten das alle? Ja. Ja, Baublöcke. Da kommt hier mal der Schalter rein. Engineering. Hier, Nähsets. Oh, aber schon einen Stack voll. Das, was hier? Schmelzen. Na, ihr bräuchten echt unbedingt mal neuen Sand. Messing. Ne, warte mal. Hier. Da haben wir mittlerweile auch so viele von diesen Scheißverbänden. Muni. Da könnten wir auch mal neue gebrauchen. Die Kids mal rein. 762. Da müssen wir unbedingt was machen. Naja, Schrot hätten wir genug. Pfeile können wir aufstocken. Sprit können wir mal neu reinpacken ins Motorrad. Trader Stuff. Ja, den Rest hochholen. Da ist auch gleich mal komplett reingegangen. Na komm, warte mal. Es geht so schneller. Können wir auch nochmal den Rest nachladen. Das nehmen wir wieder mit hoch. Sprung verkackt. Na, hier mal wieder anfeuern. Gib mal Kohle her hier. So, sonst noch was für Engineering? Gammelfleisch. Unsere Kohle. Stahlknüppelteile. Die kommen hier rein. Was hätten wir? Das sind meine ganzen Utensilien. Hier ist mein Kaffee. Immer noch davon. Auch so viele.
jetzt machen wir hier uns mal so eine schöne Reihe. Schon 5 lilane Batterien. 3 blaue haben wir auch schon. Das ist wunderbar. Ja, hier muss unbedingt Eisen rein. Gleich mal einen ganzen Stack. Ja, Lehm nicht unbedingt. Aber erstmal ein Feuer. Komm, hier ein Stündchen. Muni raus und kannst gleich mal neue Muni machen. Oh, 2000 gehen nicht. Mach mal 1500. Mensch. So, der ist dabei. Hier ist neuer Zement. Wir können neue Steine rein. Wenn hier alles am Brennen ist, kommt auch vielleicht The Ring vorbei, also Samara. Wie nennen die immer The Ring? So, und hier war ich auch am Eisen einschmelzen und Lehm. Also noch so ein Block Eisen her. Schon mal vorsorgen hier. Kann ich nämlich auch die Eisendarts machen, auch wenn ich jetzt hier an Werkzeug nichts drin habe. Ja, Prozit. Hier ist Sand fertig. Sehr schön. Dann geht ja wieder was, ne? Gucken, was wir so hinkriegen. Betonmische. Oh, fast 6000. Wunderbar. So, warte mal. Kohlenitrat. Ist hier nix. Ey, kaum noch Schießpulver. Patronenhülsen und Geschossspitzen haben wir auch nicht gerade. Sehr viele. Ich bin ganz ehrlich, ey, ich brauche ein bisschen was. Das brauchen wir jetzt erstmal auf hier. Na, dann machst du mir erstmal 762, 122. Dann ist das Schießpulver weg. Und Schießpulver. Dann ist die ganze Kohle weg. Also wir müssen jetzt in der nächsten Nacht unbedingt mal Kohlenitrat besorgen. Ja, wir machen auf jeden Fall Schwarzpulver. Ja. So, die Draht noch weg. So, das ist alles am Brutzeln. Ich brauche mal was zu futtern. Dann brauchen wir... Warte mal. Für die Schnitzler. Bin ich jetzt blind oder was? Da. So, 10, 10, 8, 6. Das haben wir. Irgendwas vergessen? Ah ja, mechanische und elektrische Teile doch.
Und da ist sie. 4 Stück. Wunderbar. Ist also auch in Arbeit. So, das hätten wir auch. Alles in der Produktion. Ich habe gar keine Splinte mehr. Hier legen wir auch mal welche raus. Wie war die Nummer? Stoffhetzen, Holz, Klebeband. Komm, dann machen wir es noch mal 2. Ah, da haben wir ja Klebeband. Können wir uns das schenken? Und 2 reichen mir aber erstmal. Vielleicht finde ich ja noch welche. So, ja, wir könnten Holz gebrauchen, Steine gebrauchen. Dann nehmen wir uns nochmal Sprit mit und werden nochmal einen Tag in der Baugrube verbringen. Ja, nee, warte mal, bei Ammo war's, ne? So. So, und einen schönen Bohrer. Wolf. Oh, Lore! Also ein Rudel. Wo sind die anderen? Da gibt's doch bestimmt noch welche. Nicht? Okay, ist erstmal keiner zu sehen. Vielleicht mit dem hier. Ja, füllen wir hier nochmal schnell die Muni auf. Ich glaube, die inneren hatte ich mehr aufmunitioniert, ne? Nehmen wir uns erstmal die äußeren vor. So, der Ding ist schon mal randvoll. Komm, schmeißen wir das gleich noch mit rein. Oh, der ist die Muni auch weg.
denke mal, jetzt sind wir hier da technisch echt gut ausgestattet. Nur noch Wölfe. Lass mich auch schnell gehen. Na, bin ja mal gespannt, ey, ob wir mit dem Bohren wieder The Ring anlocken. So, wenn ich dann hier hochkomme, mich geschützt werde, so. Uns mal checken, nicht, dass wieder ein Bär da unten drin ist. Ja, dann bohren wir mal los hier. Das ist auch schon einmal leer. Ein bisschen horchen. Was soll denn? Da kommt doch bestimmt jetzt was. Ja, vielleicht mal schon mal die Leiter ein bisschen verlängern. Fünf her. Da ist sie doch schon. Und sie hat auch schon geschrien. Da hinten kommt sie, ne? Oh, da kommt schon ein Feral angerannt. Und der nächste. Mal beide. Der da ist noch feral. Und noch ein Fatty. Das Turm. Eröffne das Feuer. Spare ich Munition. Der ist auch schon weg.
Also mit dem Bohren kann man sie ganz gut anlocken. Und? Oh Mist, das hat jetzt schon Energie gekostet. Ich dachte, das reicht noch. Ist schon wieder leer. Ich dachte, ich hätte was gehört. Sorry Leute, ich habe immer Panik. Da ist er schon wieder. Das ist ja voll geil. Oh oh, sie kommt von überall. Ich muss weg. Ey, ey, ey. Oh la la. Oh, richtig viele. Total geil. Kommt ihr, ziehen wir doch alle zu uns. Hier, sie kommen von überall, alles feral. Kommt mal alle mit hier zur Zombie-Falle, Alter. Oh, da sind sogar verstrahlt dabei. Das wird gut, das wird gut. Oh, oh, ich hänge fest. Kommt ran hier. Ja, ja, die kommen alle, die kommen alle. Geht hier mal beim Trailer schon mal durch die Piken. Da kommt sie. So. Motorrad hier parken, Alter. Und abhauen. Da kommt sie. Dich. Zombie-Falle anmachen. Naja, dann gönnt euch mal. Ja, kommen sie da oder da? Wenn sie es überhaupt schaffen. Es ist schon viel ruhiger geworden da draußen. Die hauen wieder ab. Was stimmt bei euch nicht? Kommt ran hier. Ah, jetzt kommen sie wieder.
ja, kommt alle ran hier. Tja, bis jetzt sind sie noch nicht bis an die Dart Traps gekommen. Da kommt der Erste. Ah, Verstrahlte sind schön. 1200 XP. Sehr geil, sehr geil. Irgendeiner Loot fallen gelassen? Das wäre natürlich toll. Müssen ja irgendwie alle hier vorne gestorben sein. Ja, hier sind auch die Piken weg. Na, aber ich gehe mal davon aus, dass The Ring noch lebt. Boah, da ist wieder aus. Dann haben sie mir auch noch einen Block weggeknallt. So. Der würde ich doch mal sagen. Wir gucken mal, ob Samara noch irgendwo rumläuft. Ich kann sie noch nicht sehen. Da ist sie. Sieht man schon an dem komischen wackeligen Gang. Und da sie geschrien hat, könnte noch eine da sein. Die ist noch nicht tot. Jetzt. So, gucken wir mal, ob da noch eine rumrennt. Ah, die Sabora scheint eine unheimliche Wirkung auf die zu haben. Noch sehe ich keine. Vielleicht ist es auch in der Kuhle. Nö, nichts zu sehen. Der muss bestimmt nachgeladen werden. Das ist ja toll. Also, ey, willst du Action haben? Dann bohr ein bisschen rum hier, ey. So, dann haben wir hier mal die Action mit Samara beendet und wir haben auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.